Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke. Unser Thema heute Abend heißt Ladykracher. Meine Gäste sind Rosemarie Fendel, herzlich willkommen. Maria Sebald, herzlich willkommen. Gisela Trove, herzlich willkommen. Und Antje Weisgerber, herzlich willkommen. Was für eine Runde. Das kriegt man nur vor Weihnachten zusammen. Das ist schon was Besonderes. Alle vier Damen, die heute bei mir zu Gast sind, sind Schauspielerinnen. Das wissen Sie natürlich alle, weil Sie sie alle kennen. Und alle haben auf der Bühne, im Film und im Fernsehen sehr, sehr große Karrieren gemacht. Sie kennen sich alle untereinander. Haben Sie auch alle schon miteinander gespielt? Ja, alle, nicht? Ja. Aber nicht alle vier in einer Produktion? Nein. 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 Wir haben miteinander gespielt. Wir? Ja. Wir auch. Haben zusammen gespielt. Antje und ich auch. Ja. Sowieso. Doch, und wir waren auf dem letzten Schiff. Wir waren auf dem letzten Schiff und ich war Ihre Nachfolgerin bei Gründgens. Ja. Ja, das ist, das ist Theater. Ja. Schiff heißt Traumschiff. Traumschiff. Ja. Aber da waren Sie, glaube ich, alle, nur nicht zur gleichen Zeit. Alle haben Traumschiff. Ich mit der Fendel, das ist genug. Ja. Ich mit der Tore, ja. Ich meine, Sie haben ja zusammen diese große Serie gemacht. Wer, die Kokoline und ich? Ja. 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 Landarzt. Landarzt. Ja. Viele Jahre zusammen gedreht. Ja. Seit 86. Genau. Und Sie sind bekannt geworden natürlich sehr. Erstmal, ich heirate eine Familie. Eine Familie. Und dann natürlich die Wicherts von nebenan. Das sind ja auch große Serien gewesen, wo Sie ganz lang im breiten Publikum natürlich sehr nahe kamen. Wobei sie viele, viele, viele andere Sachen gemacht haben, vor allem auf der Bühne auch. Aber diese Serien sind natürlich das, was einen bekannt macht. Nicht? Sie waren die ersten paar Mal die Frau von Erik Ode. Ach du lieber Kommissar. Gott, ja. 100 Jahre her, ja. Ja, 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 aber wissen auch viele noch und wird auch noch wiederholt. Ja, ja, doch. Werde ich immer noch angesprochen drauf. Da durfte sogar verkehrt rum in eine Einbahnstraße reinfahren. Kam die Polizei, oh, Frau Kommissar, haben Sie gesagt. Nein. Aber Sie haben nicht so viel Serien gemacht. Sie haben sehr viel Fernsehspiele. Also hat man früher gesagt, heute sagt man TV-Movie, Neudeutsch. Ne? Und sehr, sehr viele Spielfilme natürlich auch. Ja, ich bin aus dem Kommissar ausgestiegen, nachdem ich, glaube ich, fünfmal vier kleine Geschichten hatte und eine größere, als er angeschossen wurde. Da hat sich die tapfere kleine Soldatenfrau auf die Suche nach dem Mörder gemacht und ist in die Tiefen des Münchner Nachtlebens mit Hilfe von Harald Junke, der hat ihr dann dabei geholfen. Dann kam ich nach Hause und habe gesagt, ach Dummerchen, den haben wir schon längst gefunden. Da dachten Sie, das muss nicht sein. Nein, das war nicht, sondern ich wollte nicht festgelegt werden. Ja, ja, eben, weniger Serien und mehr Einzelsachen. Empfinden Sie sich als Konkurrentinnen? Nee. Nee. Wir? Es ist wunderbar, wenn man gute Partner hat. Ja. Und wenn man schlechte hat, ist man sehr, also man wünscht sich immer gute Partner. Das ist ja doch wie Ping-Pong spielen. Ja, wenn man, so ja, ist wenn es. Der eine immer einen Ball fallen lässt, und muss man sich ja dauernd bücken. Ja. Ja. Es gibt so eine schöne Sache über Chefs, die sich Untergebene suchen. In Englisch, first people choose first people, second people choose third people. Also Leute, die erste Leute sind, suchen auch erste Leute als Helfer. Ja. Ja, zweite Leute suchen Dritte, weil sie Angst haben, wenn sie auch einen zweiten sind. Und so ist es bei Schauspielern. Wenn man nicht selbstsicher ist, wenn man nicht gut ist, dann hat man Angst. Obwohl, ich bin sicher, Sie haben alle schon mal Eifersucht erlebt und Unkollegialität. Eigentlich mit guten Leuten nie. Ja, also ich weiß, es gibt auch Stars, die eigentlich gut sind. Ich glaube, es hat nicht mit Stars zu tun. Wenn man scharf ist auf eine Sache, richtig heiß ist auf eine Sache, Theater oder Film, und man erfährt, es klappt nicht, und dann wird ein guter Name genannt,
ich schwöre es Ihnen bei meinem Leben, habe ich gesagt, wunderbar. Ich kann ein Beispiel nennen, das war die Hexe, der sollte spielen bei Oczycki mit Probeaufnahmen, mit allem drum und dran. Dann platzte das am Verleih und dann sagten sie Anita Björk, die wunderbar als Fräulein Julie. Und da war ich erleichtert, dass es eine wunderbare Schauspielerin ist. Ich meine, aber dann, was anderes. Ich meine, während des Drehs gibt es doch Geschichten. Frau Seebert, haben Sie nie was erlebt? Naja, ich habe... er weiß was. Nein, also eine eigentlich von einer großen Schauspielerin, das, wo man es eigentlich nicht annehmen sollte, da habe ich also wirklich also Eifersucht erlebt, dass also wirklich Fotos gemacht wurden, die waren also so und die wurden ausgesucht. Die stellte effektiv sich davor. Ja, die stellte sich davor. Und die Dame hatte auch Mitspracherecht beim Schnitt. Das bedeutete, dass meine sämtlichen Pointen, der letzte Buchstabe abgeschnitten war. Das heißt, wenn man lachen wollte, dann ging schon die nächste Szene. Und also das war schlimm. Ich habe nicht gefragt. Hier, Frau Fendel hat gefragt. Man muss sich ja schützen. Ach, ja. Das hätte man nicht gedacht. Das hätte man nicht gedacht. Nee. Der Schwabe sagt dazu, es menschelet überall. Ja. Nicht? Ja, das war. Aber ich, also im Großen und Ganzen eigentlich wenig. Auf der Bühne habe ich es auch erlebt von einem Kollegen, der, ich glaube, das kennt ihr alle, der dann eben ganz nach vorne ging oder ganz nach hinten ging, beziehungsweise, sodass er dachte, wenn da das Publikum ist und wenn er nach hinten geht und ich brav als Anfängerin stehe dann und spreche mit ihm und er spricht alles nach vorne. Aber also ich meine, ich als Berlinerin, das konnte mir natürlich überhaupt nicht passieren. Ich habe den nach hinten gehen lassen, bin nach vorne gegangen, habe gesagt, weißt du, das ist nämlich so und so. Was glaubt ihr, wie schnell der wieder neben mir stand? Ja, das glaube ich. Also da, nee, mit mir nicht. Und Kollegialität gibt's doch auch. Ja, aber also das... Beim Drehen zum Beispiel, also weniger auf der Bühne. Und beim Drehen, glaube ich... Na Sie, doch, ich spreche eine Geschichte an, die ich zufällig kenne. Weil ich kannte ihn nämlich auch, mit dem Eddie Constantin. Ach so, ja, na ja, also der, ich habe einen Film mit ihm gemacht und da war es bitterkalt. Wir haben in Hamburg gedreht und normalerweise kam ich mit ihm sehr gut aus. Aber wir standen wirklich alle am Set und haben gefroren und sind die Füße angefroren. Wir standen und standen und standen und Eddie wieder mal kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und alle sagten und die Zeit ging rum und lief uns davon. Und dann kam er und machte irgendeine blöde, flapsige Bemerkung und da ist mir die Hand ausgerutscht. Da habe ich ihm also klatsch, klatsch so eine runtergehauen. Ja, ich konnte nicht anders. Und er war... Dann hat er es aber eingesehen. Er hat es geschluckt und war mir nicht böse. Und das ganze Team, die waren so, das war wunderbar. Und die Situation war gerettet. Ja. Sie haben schon, wir haben schon kurz Gründgens angesprochen. Das war natürlich Ihre große Zeit. Er war ja eigentlich, also zumindest ist so sein Bild nach außen, ein großer Egomane. War es dann trotzdem einfach, mit ihm zu spielen? Ja, er war eben nicht so. Er war aufgeschmissen, wenn er keinen Partner hat und wenn die Bälle eben, wie du gesagt hast, wenn die Tennisbälle hin und her. Also er hat überhaupt nicht für sich allein. Er war aufgeschmissen, wenn man nicht... Also kein schwieriger Partner auf der Bühne. Der beste Partner, den man sich denken kann. Und als Regisseur soll er ja, da war er auch so ein ein Despot gewesen sein, was man immer so liest. Er hat die Schauspieler geliebt. Mhm. Wirklich. Und wie eine Hebamme war er. Ja, man hat... Ja, nein, das ist wahr. Das ist, ein Regisseur ist in gewisser Weise eine Hebamme. Muss was herausbringen. Ja. Also die Hand unterlegen. Also es gibt natürlich welche, die schreien und so. Ja, nein, aber das ist ja... Er nicht, aber das glaube ich auch nicht. Ja, das würde gar nicht zu ihm passen. Ja, nein, das hat er nicht. Und vor allen Dingen, eben, er hat die Schauspieler geliebt und die Schauspieler fühlten sich eben ungeheuer sicher. Ja. Also ich habe immer erzählt... Ich glaube, wenn er zu mir gesagt hätte, geh mal die Wand da hoch, also ich hätte es versucht. Ja. Und man war überzeugt, man kommt auch hoch. Die älteren Zuschauer, die jüngeren wissen natürlich nicht mehr so viel über Gründgens, aber die älteren werden sicherlich alle noch wissen, dass es diese legendäre Faust-Inszenierung von ihm gab, wo er Faust gespielt hat und Sie waren das Gretchen? Ja, nein. Er hatte Mephisto, Entschuldigung, er hat natürlich Mephisto gespielt. Quadflick ja, aber die erste war eben die Käthe Gold. Ah. Ja, und das ist eine wunderbare Geschichte. Ich war auf der Schauspielschule bei Gründgens eben im Staatstheater am Gendarmenmarkt
Und ich habe, das erzähle ich gerne nachher, aber ich habe in Faust 2 eine Rolle bekommen, die Hoffnung, und habe der Käthe Gold bei der dritten Vorstellung den Satz nachspielen müssen oder wollen. Und die Koppenhöfer, Maria Koppenhöfer, eine ganz große, ja, meine auch, die spielte die Maria. Und sie fuhr hoch und aus der Versenkung hoch und ihr Kleid klemmte. Und sie hat also, ich will jetzt das nicht wiederholen, also sie hat fürchterlich geschimpft. Und dann ging der Vorhang hoch und da stand aber so wirklich, also die Mutter Gottes da. Also das war so furchtbar. Also das Schimpfen war noch bevor der Vorhang aufging. Hat sie gesagt. Und dann, der Vorhang ging plötzlich hoch. Und es war die Gnade Gottes. Ja. Also es war so furchtbar. Wunderbar. Und ich lache so furchtbar über Situationskomiken. Ja, also, das kann man schon sagen. Ich habe gedacht, nö, ich fliege. Also ich bin ungeblieben. Aber der arme Gustav Knuth, der den Pater Ekstatikus spielte, der hatte also immer wieder, also ich habe meinen Satz rausgekriegt. Ich habe gedacht, ich muss und Dings. Aber der arme Gustav, der lag dreimal oder viermal am Boden. Am Boden. Er konnte es nicht spielen. Und dann fuhr ich mit seiner Frau, mit der Tilly Lennart und ihm in der U-Bahn zurück. Und die Tilly guckte ihn überhaupt nicht mehr an und war böse. Und der Gustav guckte immer ganz treu zu ihr. Er konnte wirklich nichts dafür. Ja. Schrecklich. Ja. Sie haben Sie noch Gründgens kennengelernt? Ja, ich habe. Er war der Regisseur von dem Ichenef Schwarz, dem Schatten. Eben. Ja. Haben Sie also auch unter ihm noch gespielt? Ja. Und die gleichen Erfahrungen gemacht? Bitte? Die gleichen Erfahrungen gemacht. Er ging wunderbar mit Schauspielern um. Ich habe ihn ja oft als scheu empfunden. Mhm. Ja, es war also ja, eher schüchtern. Sie auch. Sie haben ihn ja auch kennengelernt. Eher schüchtern und scheu. Ja. Sie hatten ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Ja, ein sehr enges. Er wollte Sie sogar mal heiraten, habe ich gehört. Ja, das war dann in späteren Jahren. Also ich kann es da, also... Er hat ja öfter mal geheiratet, obwohl man heute ziemlich offen weiß, dass er homosexuell war. Das wird ja auch kein Geheimnis darüber gemacht. Ja. Aber er hat Sie, glaube ich... auch ganz besonders irgendwie ins Herz geschlossen. Ja, also, ja. Und als Sie geheiratet haben, war er gar nicht so begeistert. Nein, das hat er nun nicht verstanden. Er wollte, dass ich ein Bühnengeschöpf bin und dass ich nicht Kinder haben sollte und ich sollte für die Bühne leben. Ja. Und Sie haben auch noch einen Mann geheiratet, den alle angehimmelt haben. Na, also wirklich, wenn Sie den Namen jetzt nennen, gehen meine Mutter gleich nach oben vor lauter. Horst Kaspar, das war das Idol des jungen, er war ein wunderbarer Schauspieler und er war auch ein wunderbarer Mensch, ein ganz bescheidener, demütiger Mensch. Da kann man schon eifersüchtig werden. Hm. Nicht? Darf ich war Anfängerin an den Kammerspielen. Und er spielte den Werther. Den Werther. Ach so, im Film. Im Film. Ja. Und die Hatheia spielt die Lotte. Und ich hatte ganz wenig Gage und habe die Hälfte nach Hause geschickt und habe überall Quellen aufgetan, wo man Geld verdienen kann. Also bin ich auch zum Film und habe Statisterie gemacht. Und dann war die Hochzeit von Lotte und ihm. Und ich kriegte die Aufgabe, auf einem Stuhl zu sitzen, in diesem Saal, wo die alle tanzten, und einfach da nur zu sitzen. Und dann habe ich da so gesessen und habe mir so meine Gedanken gemacht, habe gedacht, die passt überhaupt nicht zu ihm. Und habe mir ganze Romane ausgedacht. Und wenn ich ihn angeguckt habe, also ich sag's Ihnen, ich habe den Mund, ich habe immer nur, wenn ich ihn gesehen habe, nur so machen können. Und man kriegte 15 Mark dafür. Fürs Lächeln? Fürs da sitzen. Und dann habe ich mir meine 15 Mark abgeholt. Und dann kam der Aufnahmeleiter und hat gesagt, der Herr Kaspar ließe fragen, ob ich Schauspielerin wäre. Sagt der Herr Kaspar lässt fragen, ob ich, warum? Er hätte da immer hingucken müssen. Ich hätte mir ja da ganze Romane ausgedacht. Sag ich ja. Er wusste aber nicht, dass die Romane über ihn waren. Naja, hat sich das wahrscheinlich schon denken können. Ja. Und dann war ich also schon ganz beglückt. Und er möchte gerne, dass sie, da gibt es drei Mädchen am Brunnen,
wissen, ob sie eben auch sprechen können. Sag ich, ja, natürlich kann ich sprechen. Ich habe ja, demnächst habe ich ja Premiere an den Kammerspielen. Ich fange zwar erst an. Also, jetzt wurde ich ausgesucht. Eine Sprechrolle kriegte man 35 Mark. Ui. Und das dann noch mit diesem angebeteten Horst Kasper. Na ja. Also jetzt kriegt dich also er war zum ja, jetzt kriegt ja. Ich ein Kostüm angezogen. Und ich habe nie ein schönes Dekolleté gehabt und hier zwei Fäustchen einer Maus. Also das war, also dann habe ich gesagt, ob sie nicht, und da könnte man doch, damals gab es noch kein Wonderbra oder solche Sachen. Nee. So, ja, da habe ich gesagt, da kann man doch was reinstecken, oder? Dann haben sie da Watte reingesteckt in die Büchner. Oder Strümpfe. Und da, ne, Watte haben sie reingesteckt, ganz viel Watte. Bei Ihnen Strümpfe, bei Ihrem ja, Watte. Ja. Naja. Und dann habe ich gesagt, aber hier, das ist auch nicht so hübsch. Ich wollte doch schön aussehen, wenn ich da mit ihm eine Szene hatte am Boden. Und also dann habe ich gesagt, es gibt doch so Fichus. Kann man das nicht hier so... Ja, haben sie mir also dieses Fichu. Also nun fand ich mich schön. Und dann bin ich da runter, kicker, kacker, hier oben im Krug und auf ihn zu. Und er guckt mich so an und sagt, das ist aber nicht so hübsch mit dem Tuch. Und nimmt das Tuch und tut's weg und die ganze Watte fällt ab. Und ich hab... Ich hab so geweint, aber er fand's entzückend. Ich war unschuldig, wirklich. Ich muss noch mal ein bisschen zurück zu der Kriegszeit. Wie war das da im Theater? War das so eine Insel, dieses Theater? Ja, das war wirklich eine Insel. Man wusste ganz genau, vor wem man den Mund halten musste. Es gab eigentlich nur drei. Bei denen man den Mund halten musste? Bei denen man den Mund halten musste. Ach, die gab's. Ja. Da wusste man, die erzählen ja, weiter. Ja, da musste man, es wurde ja auch abgehört. Aber sonst war es wirklich eine Insel. Es wurde nicht mit dem... Heil Hitler-Gruß, nicht. Also nein, man überhaupt war nicht. Jeder Bühnenarbeiter, also das war schon wirklich. Und Gönkens hatte ja gute Kontakte zu Göring, glaube ich, vor allem, und auch Goebbels und so. Es war also eigentlich immer mehr die Emmy Göring. Mhm. Also es ging alles über die Emmy Göring, die vielen also Hilfen, die er ja wirklich, also er stand wirklich jeden Abend auf einem Drahtseil. Ja, naja, das war ja immer ganz, ganz knapp. Ja. Wo waren Sie während der Nazi-Zeit, während des Dritten Reiches? Ich war richtig das, was man... Ich war in der Provinz, kurz gesagt. Beim Erbprinzen Reuß in Gera habe ich angefangen. Bei wem? Beim Erbprinzen Reuß, den 45. In Gera, in Thüringen. Aha. Da habe ich angefangen. Ja, von Gera habe ich schon gehört. Wo es ist, weiß ich nicht genau, aber... Das spricht nicht für Sie. Nein, ich weiß. Nein, das ist eine entzückende Stadt. Ich würde heute auch nicht mehr da gern leben. Für ein sogenanntes berühmtes Nachwuchstheater. Und da ist also Quartflieg zum Beispiel da gewesen. Und Klöpfer und diese großen Schauspieler. Elmau, auch schreckliche. Aber ein Dreispartentheater, was immerhin noch spielte. Und es war ein berühmter Mann da, der Herr Lehmann nachher als Generalmusikdirektor. Und Ihr Mann, Ihr späterer Mann. Und mein späterer Mann. Und ich hatte einen Regisseur, der hieß... Thomas. Landus Guazzini. Aber Ihr Mann war Thomas Engel. Thomas Engel, ohne Zweifel. Der Sohn von Erich Engel, ja. Auch ein sehr, sehr großer, berühmter Schauspieler. Da wurde mir vorher gesagt... Nein, nicht Schauspieler. Regisseur. Oh, ja. Gottes Willen, nein, er war kein Schauspieler. Da wurde mir vorher gesagt, es kommt gleich ein junger Mann aus Berlin, der hat schon am Deutschen Theater gespielt. Man kann nie wissen von Shaw. Und der heißt Toni Engel. Und das war mein Mann. Das war der späte Mann. Das und Sie haben im Krieg geheiratet. Im Krieg geheiratet und zwei Töchter bekommen. Haben Sie geheiratet, weil Sie ein Kind hatten? Also ich würde sagen, eigentlich nicht. Mein Mann wollte mich heiraten. Ich war stolz, er war verblüfft, als ich schwanger wurde. Es war also, verblüfft, also es war nicht geplant? Nein, es war... Mitten im Krieg? 44. Meine eine Tochter ist am 24. April 44. Sie hat einen Jungen Sohn, gehabt, 44 auch. Und 45 haben wir 45 auch. 45 haben wir beide. Aber kannten Sie sich da? Nein, aber wir haben später nebeneinander gewohnt. Ja. In Berlin. Ja. Und haben festgestellt, wir waren beide wahnsinnig. Und das zweite Kind, das war dann schon geplant? Nein, auch nicht. Damals hieß es immer, solange man ein Kind hat und stillt, kann man nicht wieder empfangen. Was wirklich falsch ist.
Das heißt, Sie haben gestillt, das erste Kind? Ja, natürlich. Ich habe stundenlang gestillt. Also nein, 14 Monate, 15 Monate. Ich habe noch gestillt, als ich mein zweites Kind bekam. Weil ich dachte, ich kriege keins. Aber Sie waren noch auf der Bühne, Sie haben doch gespielt. Haben Sie es immer mitgenommen ins Theater, das Kind? Wieso? Ich tropfte vor mich hin oder das eine Kind war da. Ja, jetzt stillt man wieder, höre ich. Nicht? Eine Zeit lang war das ja völlig aus. Wir haben noch gestillt. Ja, ich weiß, aber... Ja, klar, waren froh, dass wir es konnten. Denn es gab ein großes Kindersterben. Ja. 44, 45. Oh Gott. Und es ist heute auch noch das Beste. Ja, ja, aber Sie wissen, dass nach dem Krieg hat man nur diese Sachen aus der Dose oder aus dem Alete. Glas. Ja, solche Sachen, genau. War es eigentlich damals üblich, dass Kinder, vor allem Mädchen, aufgeklärt wurden? Sind Sie aufgeklärt worden? Ich? Nein. Also ich bin ja ziemlich, also bis zu meinem 15. Ich bin aus Königsberg, ich bin in Ostpreußen aufgewachsen bis zum 15. Lebensjahr. Und dann kamen wir nach Berlin und meine Mutter war Tänzerin und hatte auch ein staatlich anerkanntes rhythmisches Seminar, ein Seminar für rhythmische Erziehung. Und war eigentlich ständig außer. Ich bin mit 7 Wochen schon zu den Großeltern gekommen, nach Hannover. Und also alles hat mein Vater gemacht. Und mein Vater. Der Vater hat schon gar nicht eine Tochter aufgeklärt damals. Ja, aber er musste, es blieb gar nichts anderes übrig. Also ich meine, alles, was ich weiß, ich habe auch meine Mutter sehr geliebt, aber mein Vater, also alles, was ich weiß, habe ich von meinem Vater. Und das war irgendwie fabelhaft. Also wie ich 15 war, gab er mir den Hausschlüssel und sagte so, hier hast du den Hausschlüssel, jetzt bist du für dein Leben selber verantwortlich. Alles, was du tust, musst du alleine verantworten. War fabelhaft. Ich wusste, ich habe dadurch auch gar nichts Schlimmes also getan. Ja, weil ich musste dafür selber einstellen. Als Sie bei Gründchens anfingen, waren Sie ja 16 oder 17? Ja, mit 17 habe ich meine erste große Rolle gespielt. Sind Sie aufgeklärt worden? Also als Kind hat meine Mutter zu mir gesagt, du weißt doch, wie die Kinderle auf die Welt kommen. Und dann habe ich gesagt, ich habe es ja bei Schuhwerks Katze gesehen. Und damit war für sie die Sache erledigt. Aber ich habe natürlich nur gesehen, wie die Kätzchen rauskamen. Aber als ich dann, wie die reingekommen sind, habe ich natürlich nicht gewusst. Aber dann habe ich meinen ersten Kuss bekommen und der war anders als ich mir das vorgestellt habe und dann habe ich gedacht, davon kriege ich ein Kind. Also das war ein intensiverer Kuss als sonst. Ja, der war eben anders, ja. Mhm. Und dann habe ich das mich nicht getraut, zu Hause zu sagen. Ich hatte eine Freundin, die war 2 Jahre älter und dann habe ich ihr das gesagt und dann hat sie gesagt, ja und? Sei ja nichts und... Also das war nur der Kuss. Und meine Mutter war fest der Überzeugung, ich wüsste alles. Ja. Wenn zwei Menschen sich sehr lieb haben, schenkt ihnen der liebe Gott ein Kind. Das war meine Aufklärung. Vater war nicht da, meine Eltern waren geschieden. Sagen, Frau Weisgerber sagt eben, sie hat alles, was sie weiß vom Vater. Ja. Bei Ihnen war es ja umgekehrt, Sie waren sehr klein, als die Eltern sich getrennt haben. Ja, zwei war ich. Und dann war der Vater weg und Sie haben zwar, glaube ich, korrespondiert und so. Ja, mein Vater war Lehrer und hat Mathematik auch unterrichtet. Und ich kriegte immer, was ich sehr mochte von ihm, kriegte ich immer was geschenkt, wenn ich schlechte Noten hatte. Er war also... Das war aber sehr nett. Haben Sie ihn vermisst? Sehr. Also nicht ihn. Gibt es auch so eine Geschichte. Weiß ich nur von meiner Mutter. Da hat sie mich gefragt. Sie war eine sehr schöne Frau und war sehr begehrt, hat aber keinen Mann mehr angeguckt. Sie hat auf ihn gewartet ihr Leben lang, obwohl sie ihm weggelaufen ist. Er ist ihr weggelaufen? Nein, sie ist ihm weggelaufen, weil er sie betrogen hat. Und dann ist sie dahin gegangen, sie sind in so einen kleinen Ort ins Allgäu gegangen, da ging er so gern zum Skifahren hin. Und da haben wir da 4 Jahre gewohnt und er ist nie gekommen. Und was wollte ich jetzt gerade erzählen, jetzt habe ich den Faden verloren. Nur von dem Vater, dass Sie gesagt haben... Ach so, ja, dann hat sie, ja, hatte sie einen Heiratsantrag bekommen von einem sehr netten Mann, der auch obendrein sehr reich war. Und dann hat sie mich wohl gefragt, ob ich den Pitt gern zum Vater hätte. Und dann hätte ich gesagt, mir wäre jeder recht, bloß kein Einbrecher. Also Sie wollten vor allem einen Mann im Haus. Ja. Ob das jetzt der richtige Vater oder ein Stiefvater gewesen wäre. Ja.
Sie haben kurz erzählt, dass Sie bei Frau Koppenhöfer auch Unterricht genommen haben. Das war ja, ich habe bei ihr gewohnt. Nach, also ich, 1947 bin ich nach München gekommen. Da war sie an den Kammerspielen und da habe ich dann bei ihr, ja, sie war schon sehr krank damals und ich habe bei ihr gewohnt. Aber sie hat sie unterrichtet? Ja, und habe sogar noch 50 Mark Taschengeld gekriegt. Weil sie sich versorgt haben ein bisschen. Ja, hat mich gefragt, ob ich mal ein Ei in die Pfanne schlagen kann. Konnte ich. Schön. Ja. Eine großartige Frau, sie muss eine tolle Frau, wunderbar, ja, gell? Große, sie kannte, ja, sie nannte mich immer meine süß duftende Pusteblume. Und zu mir hat sie gesagt, sie war Schwäbin, also du, ja, bist die Rosine in meinem Theaterbuch. Frau Silber, Sie stand 1947 zum ersten Mal auf der Bühne. Ja. Ist das richtig? Und wo war das? Am Landestheater Sondershausen. Also, jetzt blamier ich mich wieder. Gera kannte ich, aber wusste nicht wo. Oper-Operette Schauspiel. Da sieht man, wie wenig wir über Mitteldeutschland wissen. Das ist irgendwie, wir kennen besser die Vororte von Paris und London als mit. Es ist ein großes Versäumnis, ich gebe das zu. Und das ist Sondershausen. Da war Dreispartentheater. Ja, ja, das war Oper, Operette und Schauspiel. Genau. Und sind dann nach Berlin gegangen? Ich bin also durch den Krieg verschlagen worden nach Thüringen, nachdem, ja, wir dreimal ausgebombt waren, hat mein Vater gesagt, raus mit euch. Und wir sind, da war schon ein Schulfreund mit seiner Familie da unten und da sind wir eben nach Thüringen gekommen, nach Bad Frankenhausen. Und da ging ich also noch dann allmählich, ging ich dann auf die 11. Schule, nachdem so viele ausgebombt waren und geschlossen waren und Flüchtlingslager wurden und... Und das stank mir dann irgendwie und fuhr mit einer Freundin nach Weimar. Die hatte da einen Bruder, der war da auf dieser berühmten Schauspielschule, Stanislavski, Professor Lang, Schauspielschule. Und der war da Dramaturg und da habe ich gesagt, ach, das ist eigentlich eine gute Idee, da komme ich mal mit. Und da war gerade ein Vorsprechen. Und da irgendwie kam ich dann, ich guckte da fasziniert immer zu, wie die da reinging. Und dann auf einmal war ich da drin und der sagt, also na, was haben Sie denn nur zum Vorsprechen? Da sage ich, na, ich habe gar nichts, ich bin hier, was sagen Sie mir irgendwas, was soll ich denn machen? Ja, dann lernen Sie irgendwas und lernen Sie die Luise und dann kommen Sie im halben Jahr wieder. Sage ich, aha, ja gut, mache ich. Das in meinen Kalender eingeschrieben und dann habe ich also Kabale und Liebe auswendig gelernt und gleich die Szene, den Wurm und die Luise und das Rautendelein und noch so verschiedene. Bin nach einem halben Jahr wieder hin. Und dann haben die gesagt, ja, was wollen Sie hier? Habe ich gesagt, entschuldigen Sie mal, ich bin doch bestellt. Ich war Berlinerin, ich war also empört, dass man mich fragt, was ich da will. Also, und da weiß ich noch, und da stand einer der Herren, stand mit der Zeitung lesend am Fenster und ich sollte vorsprechen. Ich war empört. Und dann habe ich immer ein bisschen lauter gesprochen, bis er sich dann umgedreht hat zu mir. Und allmählich war er dann doch interessiert. Mhm. Naja, und so ging das. Und dann hat es sehr, sehr lange gedauert. Und später kriegte ich auch ein Stipendium. Und dann, das hat mir aber alles zu lange gedauert. Und dann bin ich als Landestheater Sondershausen gefahren und habe gesagt, hier bin ich. Mhm. Ich kann, also habe Ballett gemacht, Kind aus gutem Hause, musste Ballett, habe im Kirchenchor gesungen, wie die Stütze des Alt. Ihr habt doch hier so viele Leute, da kann ich doch nicht hier anfangen. Und der Intendant Hans König sagte, wie heißt du denn, mein Kind? Und er sagte, ich heiße Maria Sebald. Er hat gesagt, Maria Sebald? Das könnte was werden. Und dann habe ich das werde ich nie vergessen, dann kriegte ich einen Elevenenvertrag mit 67 Ostmark, 7 Mark Steuern. Naja, und so fing das dann an. Und dann habe ich eben alles gespielt, war nur im Theater und so. Und ging dann nach 3 Jahren zurück nach Berlin und machte da meine Abschlussprüfung. Und dann kam das Hebbeltheater. Ich vergesse es nicht. Es gibt ein scheußliches Stück von Sudermann. Die Schmetterlingsschlacht. Ich träume manchmal davon. Da stand dieses Mädchen auf der Bühne und ich höre heute noch den Ton, weil ich mache dich falsch nach. Aber ich weiß das Wort genau oder den Satz. Ich bin eine Schönheit. Ich will einen Grafen. Warst du? Ja, Käthchen Haag wollte ihre Töchter an den Mann bringen. Wahnsinn. Und ich war so lazy immer. Und ich will einen Grafen. Und das war der Anfang. Danach kriegte ich meinen ersten Film. Also da haben wir einen Ausschnitt. Sie haben einen Film gedreht, wo in dem beide waren. Sie hatten die Hauptrolle zusammen mit Hans Söhng. Ja. Und Sie hatten auch einen Partner, der sehr berühmt war, nämlich Herr Junke. Ja. Harald Junke. Richtig.
Und ja. Sie hatten sozusagen den ernsten Teil, nicht? Und Sie ja. haben so ein bisschen das Paar so... Keine Ahnung. Oh, die Kükelmann. Keine Ahnung. Also, wir die gucken uns an eine Szene ach, mit Ihnen toll. Und Harald Juncke. Bitte schön, Mats ab, wir schauen uns das mal an. Bitte nennen Sie mir einen irischen Dichter, der gleichfalls dem Fabian angehört. Bernard Shaw. Woher weißt du das? Nennen Sie mir weitere prominente Mitglieder. Kannst mir 20 Mark pumpen. Ich denke, du willst Examen machen. Du sollst gefälligst büffeln. Und heute Abend gehen wir ein bisschen an die frische Luft. Harterchen. Ach, sei doch nicht kindisch. Was willst du denn da? Sibylle hat ihre Arbeit und kann dich bestimmt nicht brauchen. Und mit dem Motorrad bin ich doch ein paar Stunden da, verliere höchstens 2 Tage. Ach, du isst jetzt und tust was. Ich muss jetzt gehen. Ist das schon eine typische Rolle für ihr Rollenfach? Also so ein bisschen die witzige, freche, komische Junge? Ja, ich habe dann eigentlich, das ging ja dann Schlag auf Schlag. Ich habe einen Film nach dem anderen gemacht und war eigentlich mit dem Harald, habe viele Filme mit dem Harald. Wir waren immer so das Buffo-Paar. Ja, das eigentlich ist immer das so, das, war, ja. Also in der Hauptrolle meistens die etwas ernsteren. Und wir das haben waren nicht so viele Hauptrollen in diesem Fach, ne? Nein, nein, ich habe eigentlich, und der Gerhard Lenz, der mich eigentlich zum Film gebracht hat, der dann mein Manager wurde auch, der hat immer gesagt, bleib da, bleib da, bleib in der zweiten Linie, da kannst du nie runterfallen, ja. Da kannst du immer nur aufsteigen. Das ist wahr. Und dann habe ich mit dem Harald ja auch ziemlich viel Theater gespielt gleichzeitig, also am Kurfürstendamm-Theater Molière gespielt, also eine Zeit lang waren wir... Aber wir haben ein Foto entdeckt, wo Sie ein Vamp waren. Das müssten wir uns unbedingt auch anschauen, wenn Sie sagen, dass Sie normalerweise sozusagen das Buffo-Paar gespielt haben. Hier. Ei, 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 ei. Da war aber nichts von Buffo und von was komisch. Und ich weiß gar nicht, was Sie was? Wissen gar nicht, was ja. es war. Ich weiß auch nicht, was es war. Nur wir haben das in irgendeinem Archiv gefunden. Es ist verbürgt, dass Sie das waren. Ja, ich schon. Ja, ja, ich weiß aber. Was Sie ist das? Eigentlich aus den Italienerin. Also ja, diese toll, schönen... Oder? Ja, diese Glamour. Naja, das war ein... Da war keine Watte nötig. Nee, kann man wirklich nicht sagen. Oh, köstlich, köstlich. Wenn man dann älter wird, dann spielt man einfach statt den jugendlichen Komikerinnen die älteren Komikerinnen. Ja, nicht unbedingt Komikerinnen. Es ist alles eigentlich ein Charakterfach. Ja. Ich meine, ich habe ja auch viele, also in Filmen kleinere Rollen oder so, aber ernste Rollen gespielt. Naja, naja, stimmt, stimmt. Aber eben immer so doch ein bisschen mit dem so einem kleinen Zwinkeln, Twinkle in the Eye, so ein bisschen, ja, ein bisschen verschmitzt. Ja, auch, aber nicht nur. Ausschließlich. Das ist ein großes. Ja. Ich sagte schon, die Hauptrolle hatten Sie in diesem Film. Wir haben ja. natürlich auch von Ihnen einen Ausschnitt, das ist ganz aha. klar. Und dann wollen wir uns jetzt erstmal den zweiten Ausschnitt ansehen. Der Mann Vater von Rosenau. Das war wunderbar. Das nächste Mal müssen Sie aber mitkommen. Und Sie wollen wirklich heute Abend noch fahren? Ich hätte Sie so gerne noch ein bisschen entführt. Nein, nein, nein. Morgen ist Hochzeitstag, dann muss ich doch bei Jochen sein. Frau Schmidt, Frau. Aber Elisabeth, jetzt eine Fahrt durch die Nacht, das kann selbst Jochen nicht verlangen. Verlangt doch gar nicht, im Gegenteil. Und warum fahren Sie denn? Weil ich es gern möchte. Glücklicher Jochen. Glückliche Elisabeth. Die Frau, Sie müssen aber kommen. Ich mach schnell einen Knicks, dann ziehe ich mich um und dann dürfen Sie mich zum Wagen begleiten. Tschüss. Das war aber nicht Sönke. Nein, 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 nein. Ach, war nicht Sönke. Nein, nein. Das war nur so eine schöne Stelle. Schönes Sinn, sie ja. hat so schön entzückend. Ich weiß, sie hat ja in der Rolle, sie hat ja nachher gleich einen Unfall und ist dann im Rollstuhl. Sie ist dann im Rollstuhl. Ja. Ja. Aber wir wollten sie in ihrer ganzen Pracht ja. und Herrlichkeit zeigen. Ja. Frau Weisgeber, das war 53. Ja. Und das war ein sehr, sehr schweres Jahr für Sie. Ja. 52 schon. 52, ja. 53. Ja. In der Jahreswende ja. sind innerhalb einer Woche Ihr Mann und Ihr Sohn gestorben. Ja. Das ist unglaublich, ja. sowas zu verkraften. Ja. Was war denn passiert? Eigentlich, also mein Mann war sehr krank, aber auch aus, das ging ganz schnell. Er hatte Tuberkulose. Ja, und mein Sohn hatte Krebs, hatte ein Sarkom auf der Mandel.
Und es war das Jahr, ich habe in dem Jahr, hatte ich ein Angebot der Helene Thiemich nachzuspielen, den Glauben im Jedermann, in einer neuen Inszenierung mit dem Will Quartflieg, mit dem ich sehr viel gespielt habe. Und die Ärzte hielten es erst für eine Virusgrippe vom Horst und sagten, nein, du kannst ruhig fahren. Und der Horst sagte auch, nein, fahr und nimm den Jungen mit. Und wir sind dann nach Salzburg gefahren, wo Gustav noch sagte, du brauchst gar nicht die Kritiken zu lesen. Helene Thiemich, da sitzt die ganze Thiemich-Familie drin. Aber ich habe sehr gute Kritiken bekommen. Trotzdem. Ja, trotzdem. Ja, das war das Jahr und in dem Jahr, in dem Jahr ist es dann passiert. Weihnachten. Ich war noch in Düsseldorf und Horst sagte, du musst aufgeben und musst nach Berlin kommen. Und, da ging es ihm schon schlecht. Da ging Waren es Sie ihm. Dabei? Als er ja, in, ja, er ist in meinen Armen gestorben, ja. Aber Gott sei Dank war ich an dem Tag da, weil ich habe noch einen schweren Unfall gehabt mit dem Auto. Bin auch bei Glatteis, ja, am 19. Dezember bin ich noch nach der Vorstellung verunglückt und hatte eine Gehirnerschütterung. Und an dem Tag, da waren, also der Horst hatte 7 Ärzte, die immer nach Hause kommen. Er wollte zu Hause sein eben. Und die hatten gerade gesagt, jetzt ist er über den Berg. Einen Tag vorher. Und an dem Tag ging es mir so sehr schlecht. Und ich sagte zu meiner Mutter, heute musst du zum Kind fahren. Denn der Franklinchen lag in Buko-Ost. Damals, heute ist das alles, ja, in der Krebsklinik. Heute ist das ja alles bebaut. Damals waren die Felder noch frei. Es war entsetzlich. Ja, ja. Ich bin wirklich immer laut schreiend da im Auto gefahren. Und dadurch habe ich meine Mutter gebeten zu fahren. Und dadurch war ich beim Horst. Dabei. Ja. Gott sei Dank. Wie haben Sie das überwunden? Was hat Ihnen geholfen? Mir hat, also erstens mal musste ich sofort arbeiten, weil wir Schulden hatten. Wir sollten aus dem Haus und wir hatten überhaupt kein Geld. Ich konnte nicht mal die Särge bezahlen. Wenn Käthe Dorsch nicht gekommen wäre, die Patin auch von Frank war, und mir das Geld für die Särge auf den Tisch gelegt hätte. Also ich musste arbeiten. Ja, Ihr Mann konnte ja auch nicht spielen durch die Krankheit. Nein, er lag 8 Monate zu Hause, 8,5 und der Junge 5 Monate. Also es hatte unser ganzes Geld aufgebraucht. Also ich musste spielen und das war erstens mal meine Rettung. Gröntgens hat sofort also alles vom Spielplan gesetzt und hat Minna von Barnhelm eingesetzt unter Lothar Müdel, was auch wunderbar war, dass ich also eine solche Rolle spielen musste. Und am 20. Januar, also Horst ist gestorben am 27. Dezember und der Sohn am 3. Januar. Unvorstellbar. Und am 27. haben Sie schon am gespielt? Am 20. Haben Sie schon wieder gespielt? Auf der Probe. War die Theaterarbeit sowas wie eine Therapie? Ja, das wollte ich eben sagen. Also ohne das Theater war eben für mich immer eine wunderbare Therapie. Dieses Gefühl, ein paar Stunden von sich selber weg zu sein und ein anderer Mensch. Darum habe ich auch heute vor der Sendung so Angst gehabt, weil es zum ersten Mal ist, dass man also von sich sprechen soll. Man kann sich nicht verstecken. Zurückziehen. Oder zurückziehen. Ja, Sie sind heute zum ersten Mal in einer Talkshow. Ja, ich habe immer abgesagt. Ja. Aber umso schöner, umso schöner. Danke. Und Sie hatten ja noch, Gott sei Dank, die Tochter. Ja. Und das war sicherlich auch eine wichtige Stütze. Wichtig. Ja. Und jetzt haben Sie 4 Enkel ja, und 4 zwei Urenkel. Meine, ja, 4 wunderbare Enkel und 2 Urenkel. Sehr schön, fantastisch. Ja. Frau Fendel, ja. Wir haben auch einen Ausschnitt natürlich. Wir wollen alle so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar aus einer Fernsehproduktion von 1963, Die Nacht des Schreckens. Erinnern Sie sich noch? Dunkel. Dunkel. Yeah. Okay, lass es uns sehen. Oh, wunderbare Frau. Guten Abend, Herr Auerloch. Entzückend. Paris? Verzeiht, ich wollte Sie nicht stören. Ich möchte nur gern Ivan Petrovich fragen, ob er vielleicht Lust hat, mit mir und ein paar Freunden heute auszugehen. Ivan Petrovich befindet sich im Krankenhaus. Wo bitte?
Er hat sich gestern toll und voll gesoffen. Und auf dem Heimweg ist er hingefallen, hat sich den Arm gebrochen. Ja, damit Sie es nur wissen. Und gucken Sie mich nicht so überrascht an, Herr Orloff. Ich möchte wetten, dass Sie gestern auch dabei waren. Ja, Sie. Und jetzt habe ich genug von euren Sauftouren. Ja, sollen wir heimkommen, dann werde ich es abgewöhnen. Und ich werde drum beten, Herr Orloff, dass Ihre Frau genauso denkt. Von Kortner. Das war der Schwiegersohn? Der Schwiegersohn von Kortner. Genau. Von Manni Kortner, ja. Der Mann. Ja. Schwiegersohn von Kortner. Ich kannte den nicht. Hat das nicht leicht gehabt? Hat sie leicht gehabt. Hat auch nicht. Nein, das hat er nicht. Die haben sich bis zuletzt gesiezt. Wer, er und seine Frau? Nein. Der Schwiegersohn und doch, der Schwiegervater. Ja, ja. Ja, ja. Gibt's auch, dass sich Eheleute sitzen. Ja. Horst Buchholz. Slava Richter und seine Frau. Es war das Slava Richter, der. Ja, Horst Buchholz auch. Ja, ja. Kokoschka auch. Kokoschka. Also ich weiß nicht. Dann lernt man sich immer wieder neu kennen. Ja. Frau Fendel. Frau Fendel, Sie haben davor gar nicht gedreht, sondern nur synchronisiert. Hatte das mit der Geburt der Tochter zu tun? Ich habe Theater gespielt. Ja, Theater gespielt, aber nicht. Und dann habe ich geheiratet, dann habe ich das Kind bekommen. Dann das Kind ist die Susanne. So, Susanne, 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 ja. Früher, Susanne. Als sie klein war, hat sie in der Schule hat sie gesagt, Susanne, was hast du dir dabei gedacht? Und dann, als sie so 12 wurde und wir zum Arzt gingen, hat sie, Susanne, bitte mit Z in der Mitte. Und jetzt ist sie sehr böse, wenn man das Z weglässt. Ja. Aber du musst auch den Nachnamen sagen. Sonst von Borgerdi, ja, der Vater war Hans von Borgerdi, ein sehr berühmter Schäfer. Ja, und als wir heirateten, hat er gesagt, einer in der Familie, der diesen Beruf ausübt, ist genug. Und das war er. Und ich habe das auch hingenommen. Und als Susanne auf die Welt kam, da war mein Ehrgeiz flöten. Da habe ich dann angefangen zu kochen, zu backen. Aber Sie haben ja irgendwann wieder angefangen und Sie haben... Und dann habe ich 6 Jahre ausgesetzt. Ja. Susannes wegen. Ja. Und meine Mutter war bei mir und da habe ich dann eben angefangen zu synchronisieren. Es muss ja Geld in die Kasse kommen, weil wir haben uns ja dann auch getrennt, als Susanne 4 Jahre alt war. Ne? Also schon als sie 4 war. Ja. Ja. Und Sie haben mit ihr zusammen einen Film gedreht, BHTS. Ah ja, da haben die schwäbische Mutter gespielt. Da haben sie die schwäbische Mutter gespielt. Ja, und dann hat sie zu mir gesagt, und das war ihre zweite Rolle. Ja. Und sie hat dann zu mir gesagt, Mami, du tust mir so leid. Warum? Ja, du bist doch ganz anders. Sie hat das irgendwie... Oh Gott. Ja, und das Tolle ist, sie war ja auch hier bei mir in der Sendung, hat sie erzählt, sie wollte Malerin werden. Sie wollte gar nicht Schauspielerin. Nee, wollte sie nicht. Und das war für sie ein Job. Sie war ein Job, ja. Und dann ist sie gleich preisgekrönt. Hat gleich eine goldene Kamera dafür gekriegt. Kamera. Das muss man sich vorstellen. Ja. Man will macht das nur zum Geld verdienen und kriegt gleich einen großen Preis. Ja, ja. Aber jetzt hat sie Blut geleckt. Waren Sie eifersüchtig? Nein. Als sie den Preis bekommen hat? Ach, erstens habe ich selber einen. Und zweitens freut einen das doch. Ja. Es freut einen doch, wenn die Kinder toll werden, nicht? Ja. Man ist doch glücklich. Ja. Dass sie eine gute Schauspielerin ist. Also, das ist doch wunderbar. Die Susanne mit Z lebt in Berlin und Sie leben in Frankfurt. Haben Sie mal bei einer Bank gearbeitet oder was? Wie kommt man nach Frankfurt? Nein, ich kann doch gar nicht rechnen. Nein, nein, nein. Da hat es mich hin verschlagen. Ich habe ja sehr lange mit dem Johannes Schaaf zusammengelebt. Und der hat da plötzlich die Ambition gehabt, dieses Theater mit dem Wilfried Minks zu übernehmen. Und... und da bin ich nun hängen geblieben. 30 Jahre, ne? Fast. Nö. Zu lang du auch wieder nicht. Jetzt wohne ich 21 Jahre in Frankfurt. Ach, 21 Jahre. Das war auch schon ganz schön. Ja. Und die Entfernung zur Tochter heißt nicht, dass sie sich nicht regelmäßig sehen. Und also Weihnachten sehen wir uns auf alle Fälle. Ja, wunderbar, das ist doch schon was. Und dann werden wir demnächst auch miteinander spielen. Oh, wie schön. Wie schön. Aber was sage ich noch nicht? Ah, gut, gut, bisschen geil. Jetzt haben wir noch einen Ausschnitt natürlich für Frau Trove, das ist ja klar. Auch von Ihnen einen Film von 1951, den Sie mit Peter Lorre gemacht haben, Der Verlorene. Ich bin sehr beeindruckt mit dem großen Peter Lorre. Ich wusste gar nicht, dass der nach dem Krieg in Deutschland dann auch wieder gedreht hat. Doch. Ja. Er war auch Regisseur. Ja. Regisseur und Schauspieler. Wir gucken uns das mal an. Siehst du dann, dass der Herr sich für Weiber nicht interessiert? Hau ab, Mensch. Wenn er nämlich betrunken ist, dann belästigt er die Leute.
Naja, ich kenne ihn kaum. Nee, so weit kommt es noch, dass ich solche Kerls kenne. Ist bei mir nicht drin. Sie kennt mich nicht. Ist kein feines Lokal hier, ne? Auch mir gefällt's. Naja, ich verkehre ja selten. Dann gehen wir, da trinken wir noch einen Schnaps. Ich muss sowieso gehen. Noch einen Schnaps für die Dame, bitte. Irgendwas ist los mit dem. Das merke ich schon. Nichts Wichtiges. Ja, man kann ja auch nicht immer in Schwung sein, ne? Hm. Aber von mir brauchen Sie keine Angst zu haben. Hab ich auch nicht. Quatsch nicht immer so dämlich, wenn ich mit dem Freier bin. Die Männer nannten damals so jemanden ein Freudenmädchen, obwohl es, glaube ich, nicht so viel Freude war, diesen Beruf auszuüben als Prostituierte. Er war ein wunderbarer Partner. Bitte? Er war ein wunderbarer Partner. Der Lore. Es gab keinen Text, sondern sagte nur ungefähr, was man spielen soll. Und wir hatten einen Kameramann, Vladach wie ich, einen Tschechen, der toll war. Und es geschah eigentlich von selber. Und bei der Szene, die sie nicht gezeigt haben, wo er sie umbringen will, die einzige, die er nicht erwischt, er tötet ja alle Frauen, der Lore, hat er gesagt, ich schaue die an und dann wirst du wissen, wie du mich anschreist. Und daher kommt das Wort Todmacher, das durch den ganzen Film geht. Der hat mich so angeguckt. Was mich völlig fasziniert hat, im selben Jahr 1951 war ein Foto von Ihnen auf dem Titel vom Spiegel. Der Spiegel, ne? Und dann auf dem Titel eine junge Schauspielerin, etwas frivol mit einer Zigarette, die sie sich gerade anzündet. Ne? Ich meine, heute als junge Schauspielerin auf den Spiegeltitel zu kommen, das wäre eine Sensation. Naja, aber damals war der Spiegel noch nicht der Spiegel, der heute ist. Nein, aber trotzdem, was haben Sie gezahlt? Oder? Das ist ein Unverschämtheit. Ja. Nichts. Überhaupt nichts. Es ist doch toll. Nein, nein, es kam durch ein Interview, glaube ich, was der Ernst Deutsch gegeben hatte, der sich ja immer ein bisschen ausließ über Schauspielerinnen. Der hatte so Spiele, wo Schauspielerinnen eingestuft wurden nach der sogenannten erotischen Ausstrahlung. Und da hatte er gesagt, im Steinplatz, also die Wesley, -10. Verstehst du? Also auch wunderbare Schauspielerin. Runter oder hoch. Und bei mir hat er dann irgendjemandem erzählt, seine Schande, dass ich, was weiß ich, nicht 1920 in Deutschland Filme gemacht hätte. Und war das ja nicht möglich. Da lag ich ja noch im Bauch meiner Mutter. Also genau. Und darüber war dann der Artikel und Sie sagen das Erotische. Also ich finde schon, dass dieses Bild mit der Zigarette so eine gewisse laszive Erotik aus, oder? Frivol. Ja. Frivol, finde ich schon ein bisschen. Ja, soll es ja wohl. Haben Sie da wirklich geraucht? Sag doch mal was. Och, sag doch mal was. Nein, aber das ist doch schon. Ja, das ist doch ein wunderbares Foto. Aber schon ein bisschen frivol, ein bisschen lasziv. Das darf doch aber auch sein, oder? Erotisch, darf doch erotisch. Ja, ja, wenn ich eure Sachen sehe mit Watte und ohne Watte. Rauchen Sie, haben Sie damals wirklich geraucht oder nur fürs Foto? Aber ich rauche ja heute noch. Naja. Haben Sie den Griff gesehen? Sie liebt mich. Ja. Und trotzdem sagt sie, sie raucht ja heute noch. Sobald Antje in der Nähe ist, verlasse ich, wirklich, ich auch nur wagen würde, einen Zug zu machen. Das respektiere ich doch. Nur, ich bin verwöhnt worden durch Aribert Wäsche, weil ich, als ich meine Kinder bekommen hatte, 44 und 45, nach Berlin kam, sehr dünn und hungrig war. Und Aribert Wäsche hat mir die erste Zigarette am Savignyplatz gegeben und hat gesagt, zieh doch mal. Ich wurde halb ohnmächtig und hatte keinen Hunger mehr. Das ist natürlich nicht logisch. Nein, weil Zigaretten waren teurer als Brot. Ja, nur hat er sie mir geschenkt, aber da war ich hier. Aber nachher. Thema Männer müssen wir noch kurz ansprechen. Muss das sein? Muss das sein? Na, ich wende mich jetzt mal Frau Seewald zu. Frau Seewald, Sie sind mit Robert Freitag verheiratet. Ja. Ein Schauspieler und Regisseur. Ich habe seine Produktionen als Student, Iphigenie auf Taurus und so, das habe ich bewundert und habe ihn bewundert. Und seine damalige Frau, Maria Becker als Iphigenie, das war, da habe ich stundenlang um einen Stehplatz angestanden in Freiburg als Student.
Wie lange sind Sie mit ihm zusammen? Wir haben uns kennengelernt 1956. Mhm. Und dann geheiratet haben wir 95. Nein. Nee. 59. 59. Also schon sehr, das ist etwas zu lange. Sehr lange. So lange haben wir nicht gewartet, nein. War er schon getrennt von der Maria Becker? Sie waren verheiratet ja. noch, aber ich war Gott sei Dank nicht der Scheidungsgrund. Also. Aber er hatte ja die Söhne und hätte niemals, also solange es nicht an der Zeit gewesen wäre, also die Kinder im Stich gelassen. Aber das ist doch trotzdem eine sehr delikate Situation. Hat es da Mord und Totschlag gegeben? Nein. Nein, wir sind Gott sei Dank also eine Großfamilie und lieben und schätzen uns alle sehr und sind wirklich sehr befreundet. Ja. Sowas sagt man ja immer, aber in Ihrem Fall, Sie können es ja beweisen. Ja. Erstens spielen Sie mit Maria Becker ja. oder haben Sie gespielt. Ja. Und was mich natürlich sehr fasziniert hat, Sie haben 1995, glaube ich, gemeinsam ein Kochbuch herausgegeben. Ja. Das macht man nur, wenn man sich gut verträgt. Ja. Mit Mariechen? Ja, gekocht? Es, war ja. Eine, es war eine Party, eine Geburtstagsparty und, in Zürich und wir haben beide gekocht für 35 Personen ungefähr. Und sie hat dann einen Braten gemacht und hat gesagt, machen Sie doch, wir sitzen uns, finden das auch sehr schön, machen Sie doch irgendeine Vorspeise, irgendeine Gulaschsuppe. Sag ich, Maria, wenn Sie Fleisch machen, als Braten machen, dann mache ich doch nicht eine Fleischsuppe vor, dann mache ich eine Zucchini-Cremesuppe. Also gut, wir haben beide gekocht und da war eine Schweizer Verlegerin und die hat gesagt, warum schreibt ihr beide eigentlich nicht ein Kochbuch? Und zusammen, beide auf dem Cover, auf dem Titel. Ja, und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und am nächsten Tag war sie da und hat gesagt, ich habe den Vertrag hier, sonst rennt ihr mir wieder davon und Frau Sebald fährt wieder weg, fliegt wieder weg und so, also das macht das. Naja, und dann haben wir uns hingesetzt und haben so Gespräche geführt. Und da wir wirklich alle, die ganze Großfamilie, wahnsinnig gerne und gut kocht, ja, und das ist sehr liebevoll entstanden. Mit sehr hübschen Essen, Trinken und fröhlich sein. Nach dem weisen Salomos, das Einzige, was nicht eitel ist. Essen, Trinken und fröhlich, das war toll. Ich muss zum Thema, ich muss leider, rennt die Zeit, ja, wenn man so viel interessante Aber ich wollte noch sagen, ich habe auch... Bobby ist ein, dein Robert ja. ist ein wunderbarer Regisseur. Ja, ich weiß. Ich habe damals auch unter ihm Gügis und seinen Ring ja. haben wir gemacht ja. auf der. Ja. Die Schauspiel Truppe Zürich. Ja. 30 Jahre. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Maria kochen kann. ja, wenn jemand so gut auf der Bühne. Alle Frauen mit Sexy Peel könnten kochen. Ja. Ja, die ganze Familie kann das ja. auch sehr gut. Ich muss jetzt vom Kochen noch mal zu den Männern zurück. Ja. Ich muss noch mal zu den Männern. Dann bist du so auf dem Spiegel? Frau Weisgerber, ja. Sie waren, nachdem Ihr Erstmann gestorben war, Sie noch mal verheiratet waren, waren Sie dann die letzte, also Ihre letzte Beziehung war mit Oskar Werner. Ja. Oskar Werner war ja ein internationaler, großer, großer Star. Und... man sagt, er war ein Genie. Aber man sagt, auch Genie und Wahnsinn liegen oft ja. nah beieinander. Ja. Er soll ja ein sehr exzentrischer Umgang. Er war also sehr krank, er war manisch-depressiv. Und wenn dazu der Alkohol kommt, ist das... Mhm. Aber er hat schon als 20-Jähriger, wie er mir sagte, getrunken. Und für Sie war es schwierig. Er war, habe ich mal gelesen, extrem eifersüchtig. Wahnsinnig, also das war krankhaft. Ja. Konnten Sie überhaupt spielen in der Zeit? Nein, das hat er doch nicht gelassen. Wie viele Jahre, 8 Jahre? Oder? Neun Jahre, ja. Da konnten Sie nicht spielen? Nein, nein. Es war auch gerade, ich war, also das ist ganz lustig mit Oskar. Wir kennen uns, als wie ich am Burgtheater war, ich sehe ihn noch in einem langen Soldatenmantel. Und er wurde Vater und ich wurde Mutter von unseren jeweiligen Partnern. Ja. Oh, und dann hat er nochmal, wie er die Innsbrucker Festspiele gründete, hat er nochmal mich angefragt und wollte, dass die Lady Milford, dass ich die spiele und hat es nicht. Und dann habe ich, es war gerade meine Scheidung im Gang und ich spielte Iphigenie in Hamburg am Deutschen ja. Theater, Gustav war ja schon tot. Und dann las ich in der Zeitung, dass Oskar Hamlet macht und Hamlet spielt und auch Regie führt. Und ich dachte, ach Gott, da möchte sie eigentlich gern die Königin spielen. Und ich komme nach Hause und der Dr. Nekula, das war damals der künstlerische Leiter, läutet an und sagt, wollen Sie nicht die Königin spielen? Oskar Werner wünscht es sich so sehr. Also es war ganz komisch. Es war Schicksal. Ja, es war Schicksal. Und Sie haben ihn dann verlassen? Ja, nach 9 Jahren
Musste ich ihn auch. Nein, es ging. Aber wir sind bis zuletzt, bis einen Tag vor seinem Tod, immer in Verbindung gewesen. Es gab keinen Streit oder so. Nein. Sie haben das nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe erst wieder lernen müssen, also normal mit anderen Menschen umzugehen. Ja. Sie sagten vorhin schon, Sie sind befreundet, waren es, weil Sie so viele Jahre zusammen diesen Landarzt gedreht haben. Ja, und wir haben nebeneinander gewohnt. Ja. Und Sie hatten vor 2 Jahren eine schwere Krankheit und mussten aufhören. Es ist jetzt 3 Jahre, glaube ich. Aber 99. Sie haben es gut überstanden. Also ich meine, ich bin für eines dankbar. Ich kann es ja sagen, weil es auch jeder wusste. Ich hatte also einen wirklich sehr bösartigen Tumor im Kopf. Ich musste alles aufgeben. Und der Professor sagt, es ist inoperabel und wenn wir sie normal bestrahlen, dann zerstören wir ihr ganzes Hirn. Und so bekam ich, Gott sei Dank, also dieses Gamma-Knife-Stahlmesser heißt das, da wird der Tumor eben also direkt bestrahlt. Aber sie haben mich dabei, ich meine, das muss, weil ich war so krank auf den Tod, der Doktor sagt immer, aggressivst bestrahlen musstest du, dass ich auch etwas verbrannt bin. Und ich habe natürlich doch sehr unter den Strahlenfolgen zu leiden. Aber Sie machen einen guten Eindruck. Ja, mein Hirn ist geblieben und dafür bin Gott ich sei Dank. Der Strahl konnte dem Hirn nichts angehen. Ich will noch schnell sagen, Frau Fendel, dass man Sie Anfang Januar sehen kann in der ARD. Liebe, Lüge, Leidenschaften. Das gab es schon mal als Dreiteiler, das ist die Fortsetzung. Ja. Ganz gleich in der ersten Januarwoche, glaube ich. Ja. Und da spielen Sie eine große Rolle. Ne? Das ist ja wunderbar. Ja. Und Sie spielen weiter Landarzt, ohne die Liebe. Ich bin immer an Olgas Grab und Hans Reinke und ich sagen, es ist nicht zu ertragen. Ach, Sie sind dann gestorben in der ja, natürlich. Aber wissen Sie, was die Schauspieler sind? Wissen Sie, wie die Schauspieler sind, wie die Ärzte mir also diese wirklich scheußlichen Nachrichten, also auf die war ich nun gar nicht gefasst, war das Erste, dass ich sagte, da müssen Sie aber sofort die Produktion benachrichtigen, die Bücher müssen umgeschrieben werden. Und das war das Erste. Oder Sie würden das nicht tun. Ja. Weihnachten in einer Woche, Sie sagen sicherlich in der Großfamilie, Sie haben gesagt mit der Tochter. Ja. Wie werden Sie es verbringen? Immer wie jedes Jahr mit einer Freundin und meiner Cousine. Sehr schön. Und die Kinder kommen dann später dazu. Ja. Und bei mir kommt die Mischpoche auch. Die Mischpoche. Also auch nicht allein. Nein. Schön. Ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Gleichfalls. Das darf ich auch meinen Zuschauern wünschen, weil wir uns erst am 14. Januar wiedersehen. Diesmal ist das ja ein sozusagen Arbeitnehmer. Fernsehmacher, freundliches Weihnachten, Heiliger Abend, Dienstag, Silvester ist Dienstag. Und dann gibt es noch eine andere Sendung, sodass wir uns am 14. erst wiedersehen. Also ein schönes Fest, ein gutes neues Jahr, ein gutes Rutsch ins neue Jahr. Ihnen allen auch. Und ich hoffe, wir sehen uns alle am 14. Januar in alter Verfassung, Gesundheit wieder. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Thank you.